Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich möchte heute mit euch Barbecue Spare Ribs machen auf die schnelle Art. Dafür habe ich mir auch schon ein Stück Rippe bereitgelegt, habe die Haut von hinten entfernt. Mit der Haut, das ist, zeige ich euch in einem anderen Video mal, wenn ihr es sehen möchtet. Ansonsten, ihr könnt die Haut auch dran lassen. Die meisten entfernen sie, aber wenn die Spare Ribs dann halt so weich sind, dann können die halt auch schnell auseinanderfallen und deswegen man kann die Haut auch dran lassen. Ja, die anderen Produkte, wir machen noch eine Backkartoffel dazu. Wir brauchen Frischkäse, Rauchsalz, dann habe ich ein selbst angesetztes Öl mit Knoblauch. Dann haben wir Smoking Zeus von Ankerkraut und Bang Boom Bang von Ankerkraut. Und Hot Mama Barbecue Soße, Pfeffer, Fleischbrühe, normales Salz, Öl und Mayonnaise. So, das wären im Groben so die Zutaten, die wir brauchen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. So, starten wir einmal mit der Kartoffel. Einfach abspülen einmal. Dann einfach schön ordentlich mit Öl benetzen. Dann machen wir Ursalz drauf. Also auch richtig ordentlich Salz drauf. Und wir geben das jetzt in unseren Drucktopf mit dem Crispy-Einsatz. Dann kommen wir zu unserer Rippe. Da nehme ich als erstes das Knoblauchöl. Das mache ich jetzt allerdings auch nur hinten drauf, weil Knoblauch darf bei uns in der Küche nicht fehlen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Benutzt ihr eher viel Knoblauch oder gar nicht? Aber jetzt gerade in dieser Zeit dürfte es ja keinen stören, wenn man mal etwas mehr Knoblauch benutzt. So, dann habe ich hier das Smoking Zeus und wir streuen richtig ordentlich Gewürz drauf. Also gar nicht so zaghaft sein, ordentlich würzen. Von beiden Seiten natürlich. Dann nehmen wir das Bang Boom Bang. Das ist ein sehr scharfes Gewürz, also je nach Geschmack, wenn man es gerne sehr scharf mag, ruhig gerne mehr drauf. Und jetzt drücken wir die Gewürze noch ein bisschen in das Fleisch ein. Und dann geht das Ganze in den Topf. Brauchen wir zum Druckgarn natürlich noch Flüssigkeit im Topf und da gießen wir jetzt unsere Fleischbrühe ein. Man kann in dem Fall auch Apfelsaft nehmen oder ihr könnt auch Wasser nehmen, je nach Geschmack, was ihr am liebsten mögt. So, das packen wir mal in zur Seite, weil jetzt können wir das Ganze schließen. Entschuldigung. Natürlich mit dem Druckgardeckel. Aufschließen stellen. Einmal einschalten.
auf Pressure. Dann geben wir auf 18 Minuten. Auf High und starten das Ganze. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder zum Zwischenergebnis. So, unser Drucktopf ist gleich soweit. Ein paar Sekunden noch. Dann stellen wir aus. Und wir können jetzt den Druck schnell entweichen lassen. Also wie ihr jetzt gesehen habt, die ganze Vorbereitungszeit, das war Minutensache. Und ja, die Kochzeit ist jetzt eigentlich am längsten. Je nachdem, wie zart ihr das haben wollt oder ob es wirklich vom Knochen fallen soll. Aber ein ganz guter Wert, der sich bewährt gemacht hat, sind 18 Minuten. Das gleiche gilt übrigens auch für die Backkartoffel. Ne? 3, 2, 1, go. Jawohl. So, jetzt können wir den Deckel öffnen. Und ihr könnt auch schon richtig schön sehen, wie das Fleisch die Farbe angenommen hat durch die Gewürze. Das nehmen wir jetzt einmal raus. Die Kartoffel bleibt drin. Und wir starten mit Hot Mamas Barbecue-Soße. Richtig schön einstreichen. Hier sieht man auch, hier bekommt das Fleisch schon Risse, dass das schön durchgegart ist. So, ordentlich drauf. Jetzt drehen wir das Ganze einmal mal. Und auch da ordentlich drauf. Heute sparen wir nichts, weder an Gewürz noch an Barbecue-Soße. Da hatte ich übrigens auch ein ganz tolles Rezept gefunden. Das mache ich gerne demnächst mal für euch. Mit einer selbstgemachten Barbecue-Soße. Und eine Strawberry-Barbecue-Soße. So, alles gut eingepinselt. Wir pinseln zwischendurch nochmal nach, also ein bisschen sparen wir uns noch auf. Jetzt geht das Ganze wieder in den Ofen. Schließen den Deckel. Und jetzt gehen wir auf die Air Crisp-Funktion. Da stellen wir mal 10 Minuten ein. Und die Temperatur drehen wir ganz hoch. Das ist in dem Fall 210 und Start. So, das können wir mal zur Seite stellen. Ja, in der Zwischenzeit machen wir eine schnelle Kartoffelsoße. Und zwar nehmen wir einfach nur Mayonnaise und Frischkäse zu gleichen Teilen circa. Ja, ein bisschen viel. Das Ganze wird jetzt verrührt, bis das eine cremige, homogene Masse gibt für unsere Backkartoffel.
Bei den Rippchen schauen wir alle paar Minuten zwischendurch rein und marinieren notfalls nach. Da müssen wir dann immer mal schauen. Aber 10 Minuten sind da wirklich vollkommen ausreichend. Ja, so langsam wird's. Das können wir auch schon zur Seite stellen. Holen wir unsere Marinade wieder vor. So, was haben wir jetzt? 2 Minuten knapp. Werfen schon mal einen Blick rein. Jetzt kann man noch mal ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Rauchsalz. So, dann schließen wir das Ganze wieder. Schauen wir noch mal rein. Boah, ich liebe das. So, wir reiben noch mal richtig schön ein. Ordentlich drauf. So, einmal wieder schließen. Können wir schon mal auch den Teller bereitstellen. Das zischt und brodelt schon ordentlich da drin, so wie es sein soll. Wir haben jetzt noch knappe 3 Minuten. Und dann ist es wirklich perfekt. Ja, schade, dass man die Gerüche nicht übertragen kann im Video. Was duftet. Oh. Ja, einige von euch haben sich ja gemeldet und auch gesagt, dass sie schon länger das Gerät zu Hause haben. Also was heißt länger, aber November. Und ja, ich finde, man muss wirklich anfangen zu probieren, auszuprobieren und sollte da wirklich keine Angst davor haben. Wenn was schief geht, dann geht es halt schief. Der Mann kann es essen. Muss es essen. Ich habe jetzt eine kleinere Portion gemacht. Natürlich könnt ihr auch mehr drin machen. Das ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also der hat wirklich eine tolle Größe. Also für 2 Personen dicke Portionen ist überhaupt gar kein Problem. Oder wenn ihr auch nur die Ribs da dran macht. Es passt schon einiges rein. Ich könnte die Folie, die Folienkartoffel, heißt ja im Grunde Folienkartoffel, die Backkartoffel, auch in Alufolie noch schön drapieren, aber aus Umweltgründen sparen wir uns das.
sind fertig. Wir haben fertig. Einmal ausstellen. Jawohl. Schaut euch das mal an. Und die Kartoffel dazu. Jetzt pinseln wir das. Stellt es euch mal eben gerade weiter ins Bild rein. Jetzt können wir die restliche Soße noch mal drüber verteilen. Da wird nichts weggeschmissen. Da muss Soße drauf. Jawohl. So, ab in die Spüle. Alles schick machen. So, und dann können wir die Kartoffel aufschneiden. Unsere Soße drauf machen. Was bei mir nicht fehlen darf, das wisst ihr ja schon vom letzten Video, die Liebe. Ja, dann wären wir schon fertig. Und schaut euch mal das Ergebnis an. Das ist doch mal ein Hammergericht, oder? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kocht es nach. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Für einen Daumen nach oben bin ich natürlich auch dankbar. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Goodbye. Bis bald.